Das Schulzentrum am Sund in Stralsund macht seit Jahren Projekte im Bereich globales Lernen, etwa im langjährigen Engagement für Tschernobyl. Durch die Verankerung globalen Lernens im Schulprofil konnte die Schule vor 2 Jahren einen Kooperationsvertrag mit der Organisation Plan International schließen. Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an vielen Aktionen für Kinderrechte. Sie sammeln rote Hände gegen den Einsatz von Kindersoldaten und engagieren sich mit Make Me Visible für eine Geburtsurkunde für jedes Kind. Durch die Einbindung dieser auch entwicklungspolitischen Themen in den schulinternen Rahmenplan ist es also möglich geworden, dass wir alles, was wir an Informationsmaterial haben, einschließlich also unserer eigenen Aktivitäten mit einbringen können. Globales Lernen ist für mich, dass wir an unserer Schule nicht den Unterrichtsstoff durchziehen, sondern dass wir einfach über die Landesgrenzen hinaus gucken und sehen, was ist in anderen Ländern los. Wie geht es den Menschen da? Was machen die durch? Und das einfach vergleichen. Im Schulzentrum am Sund wird in mehreren Klassen das Buch Sklavenkind von Omila Chowdhury gelesen, in dem die Autorin ihre Zeit als Kamalari, als Kindersklavin in Nepal beschreibt. Aber dem Buch fand ich das halt so, dass man auch echt ein Bild gekriegt hat. Wirklich so erfahren, ja, die hat einen Brief hierher geschrieben und man denkt sich so, das ist Realität. Das Tragische daran ist ja, dass das wirklich sozusagen normal ist da, dass da die kleinen Mädchen an irgendwelche reichen Menschen verkauft werden. Wir waren natürlich sehr beeindruckt, aber auch schockiert von den Umständen in Nepal und wollten dann einen Brief schreiben, um einfach zu wissen, wie es Omila jetzt geht, wie es heutzutage ist, wie es mit ihrem Studium läuft. Wir haben einen Film dazu gedreht, wo wir uns in die Lage von Omila reinversetzt haben und haben den nachgespielt. Wir haben Kleider entworfen. So gelang es den Schülerinnen und Schülern, eine persönliche Beziehung zu der Autorin und dem Kamalari-Forum aufzubauen. Und bald bekamen sie Besuch aus Nepal. Eine Begegnung mit Bishnu, einer ehemaligen Sklavin. Und sie war bei uns in der Schule zu Gast. Das sind Ereignisse, die die Schüler emotional berühren. Und solche Emotionalität schafft dann auch Nachhaltigkeit bei den Schülern. Und darüber hinaus geht dann auch die Beschäftigung mit diesem Projekt weiter, dass sie dann sagen, ich informiere mich noch im Internet über dieses Thema. Und das ist eigentlich das, was wir auch erreichen wollen, dass sie eben nicht nur abgeschlossen sich mit einem Thema auseinandersetzen, sondern dann viele andere Brücken sich auftun, die sie dann gehen können. So entschloss sich eine Schülerin nach dem Abitur für 1 Jahr Entwicklungszusammenarbeit in Peru zu leisten und bat das Schulzentrum um Unterstützung. Im Kunstunterricht werden jetzt Bilder gemalt, damit Julia den peruanischen Kindern ihre Heimat vorstellen kann. Außerdem hat die Schule seit 2 Jahren eine Patenschaft für ein Mädchen in Nepal übernommen. So bekommt man es hautnah mit durch diesen Briefverkehr und durch Bilder. Wir sehen ihre Veränderungen und dadurch ist es auch für mich möglich, sich da hineinzuversetzen und das besser wahrzunehmen. Solche Projekte, die wir gemacht haben, wollen wir natürlich auch in Zukunft weiter gestalten. Und jedes Mal, wenn wir eine Sache zu Ende geführt haben, suchen wir uns eigentlich neue Dinge. Unsere Jugendlichen und Kinder sind immer ganz begeistert, wenn es was Neues gibt, wenn sie sozial engagiert sein können und wenn sie über andere Kulturen etwas erfahren. Und insofern gibt es eben sehr viele Baustellen, wo wir also unsere Schule dann, denke ich, ganz gut mit Leben erfüllen. Schulzentrum am Sund. Für eine Welt.